Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Channel mit einer weiteren Folge Enshrouded. Im letzten Part sind wir ja hier bei der Hochweidenwarte stehen geblieben. Ich habe aber so Bock weiter zu zocken, dass es jetzt auch gleich weitergeht. In dem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen und bis später. Und da haben wir sie, die riesengroße Hochweidenwarte, bei der wir im letzten Part stehen geblieben sind. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein und gucken, was auf uns zukommt. Aber vorher werde ich noch essen und trinken und essen, damit mein Bauch richtig schön vollgeschlagen ist und ich genug Ausdauer habe, falls irgendwas passieren sollte. So, was ist denn das jetzt hier für ein Ding? Hier können wir verwenden klicken. Ich weiß jetzt noch nicht, wohin das uns führt, aber hier haben wir so ein Ding, bei dem wir wieder aufstehen, wenn wir sterben. Also, das sagt ja schon, dass uns hier irgendwas anscheinend erwartet. Eventuell vielleicht, ich weiß es nicht. Und hier kam jetzt nichts raus. Oh, wow, die Sonne, die blendet mich sogar durch den Bildschirm. Und hier haben wir was. Miasma-Überlebenstrank. Ich weiß nicht, ob ich den schon kenne. Ich denke nicht. Enthält geläuterte Miasma-Flüssigkeit, die die Widerstandskraft des Benutzers erhöht. Verlängert die verbleibende Zeit im Miasma um 2 Minuten. Dieser Effekt hält 45 Minuten an. Interessant, auf jeden Fall. Was haben wir denn hier noch so alles? Von hier sind wir ja gekommen. Und es wird schon wieder dunkel, das ist belastend. Hier sind noch mehr solche Dinger. Was können wir denn da plündern? Ein Heiltrank, Wasser. Wasser. Hier war nix. Und jetzt ist es natürlich wieder zu dunkel, um irgendwas zu sehen. Jetzt kriege ich gleich wieder Ärger, weil ich es mit der Fackel mache. Oh, ich habe die Metallplatten aufgenommen und kann jetzt den Metallblock bei Werkbank. Hätte ich sie doch mal gleich vom Schmied aufgenommen, ey. Da ist nix. Und hier auch nicht. Okay, dann lasst uns doch mal hochgehen, oder? Ich wechsle jetzt mal auf die Zweihandwaffe. Ich denke, damit kann ich die Dinger besser kaputt machen. Ja, auf jeden Fall. Wieder ein Miasma-Überlebenstrank. Was haben wir hier? Hier ist irgendwas Kaputtes. Trank der Brut. Den kenne ich, glaube ich, auch noch nicht. Metallplatten. Von diesen Dingern kann man ja ewig rummehren. Knochenmehl habe ich geholt und ein Spektralschild bei Schmied. Das muss ich mir anschauen. Cool. Was ist das da? Manche Türen sind versiegelt. Betätige den richtigen Schalter, um sie zu öffnen. Haben wir. Hier ist ein Balkon. Hier ist aber nichts drauf. Das heißt, die Tür ist jetzt aufgegangen, richtig? Ah, da ist eine Kiste. Mit einem Metallsternstreitkolben Stufe 3, 14 Schaden. Nehmen wir natürlich auch sofort mit. Aber sonst ist hier eigentlich nichts. Dann müssen wir mal da hinten lang. Hier hoch. Und hier sind wieder zwei solche Vasen. Oh, das war nicht geplant, aber anscheinend der richtige Weg. Die können wir einfach so aufmachen. Hm, hier ist wieder der Balkon. Standort oben. Oh, was ist das?
Aha, irgendwelche Spitzen. Und jetzt ist meine Fackel im Arsch. Das ist das, wovor ihr mich gewarnt habt. Mach's nicht mit der Fackel, weil sonst geht sie kaputt. Kann ich mir nicht aber eine craften? Ja, doch, hier. Dafür fehlen mir Pflanzenfasern. Ja gut, okay. Ich meine, immerhin habe ich hier ja ein bisschen Licht. Sollte also vielleicht klappen. Machen wir erstmal das kaputt. Salz. Oha, da sind noch endviele. Ich habe doch diesen Streitkolben hier, genau. Tun wir den mal dahin, dann mache ich es mit dem. Das, glaube ich, ist einfacher für mich. Ja, das ist auf jeden Fall einfacher wie mit dem Zweihänder. Ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, wenn ich hier alles loote. Aber ihr habt gesagt, ich soll das machen. Hier ist ein Kissen. Mit Bandage und was ist das? Heilungsstrom. Magierstabladung. Magische Munition, die bei der Benutzung Heilungsprojektile freisetzt. Kanalisierungszauber. Halte gedrückt, um den Zauber kontinuierlich zu realisieren. Rüste den Zauber aus und nutze Mana, um ihn mit einem Magierstab zu wirken. Okay. Auch noch nicht gesehen. Magierstab. Ist das der, den ich hier habe? Lehrlingszauberstab. Das ist ein Zauberstab, kein Magierstab. Aber ist das nicht dasselbe? I don't know. Okay, von dort sind wir gekommen, oder? Ja, hier geht eine Treppe hoch und da hinten kann man sich hochziehen. Ziehen wir uns mal hoch. Ach so, okay. Das ist einfach nur der Weg einfacher. Oh Mann, also manchmal ist das schon belastend. Da wird man einfach nur looten und wird irgendwo hochgezogen. Metallplatten. Und da draußen sehe ich jetzt ja nichts, gell? Das ist scheiße. Hier ist wieder so ein Ding, um nach oben zu kommen. Ein Mana-Trank. Ja, ich schätze mal, dass wir das dann benutzen müssen. Schauen wir mal, wo es uns hinführt. Ins Verderben. Wir finden mal richtig viel Wachs, ey. Falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte. Und wieder so ein Überlebenstrank. Knochenmehl, Wasser. Bin mal gespannt, wie dieses Spektralschild aussieht. Wohin geht's hier? Hier ist eine Treppe nach unten. Eine Ewigkeit später. So, ich habe jetzt kurz hier mal die ganzen Vasen zerdeppert. Das müsst ihr ja jetzt nicht unbedingt immer mitbekommen. Deswegen war eine kurze Unterbrechung, aber jetzt gehen wir weiter im Text. Hier unten ist eine Tür. Die habe ich jetzt total vergessen, aber die geht nicht auf. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich doch hier oben lang. Sieht so aus. Jetzt müssten wir darüber und dann darauf. Dann machen wir das doch mal. Aber gehen wir erstmal nach rechts, weil hier ist, glaube ich, auch noch irgendwas. Wenn wir hier rüberspringen. Kommen wir
wir einmal hier runter. Oh, das ist schon wieder so verspult. Ach so. Hä? Sind wir jetzt bei der Tür, die zu war? Liege ich da jetzt richtig? Ich glaube schon, oder? Warum ist die denn zu, wenn ich dann hier die Treppen runterlaufen kann? Das muss man nicht verstehen. Jetzt weiß ich nicht, soll ich gleich zu der Tür? Oder soll ich erstmal gucken, was da oben ist? Gute Frage. Ich glaube, ich gucke erstmal, was da oben ist. Kurzer Ausdauerregen. Oh. Wow, nein! Verdammte Axt! Jetzt. Puh, das war knapp. Bisschen was hat es mir abgezogen, aber nicht viel. Jetzt dachte ich schon, ich sterbe. Halt dich fest, halt dich fest. Ja, danke. Einige Schalter sind möglicherweise unerreichbar. Schieße mit einem Pfeil auf sie, um sie zu aktivieren. No problem. Erstmal kurz hier wieder alles kaputt hauen. Schön alles immer mitnehmen. Okay, dann hat sie gesagt Pfeil. Okay. Das ist einfach. Hier ist eine Kiste. Wurzelstab, Fernkampfwaffe. Dieser Stab wurde aus den Wurzeln eines uralten Baumes gefertigt. Weisheit und Ruhe fließen durch ihn. Magierstäbe? Magierstäbe können mit Hilfe von Mana-Zauber beschwören. Können mit Hilfe von Mana Zauber beschwören. Rüste Zauber aus, um sie zu wirken. Okay. Ich verstehe. Das heißt, das Ding hier. Packen wir mal hier hin. Und der Zauber ist quasi für das. Und das ist ein Magierstab und das ist ein Zauberstab. So ist es nämlich. Jeder macht ja voll strange Geräusche. Zauber wirken. Und ach, der heilt mich. Das ist ja geil. Das ist ja richtig geil. Okay, dann spare ich mir das mal auf. Und dann gehen wir jetzt mal hier. Ah, nein. Oh, jetzt ist aber die Tür hier auf. Und jetzt kann ich gleich den wieder benutzen. Weil ich wieder so ein Doofi bin und nicht geschafft habe, da runter zu springen. Okay, also hätten wir ja theoretisch gleich hier lang gehen können. Aber dann hätten wir den Magierstab nicht gefunden. Deswegen schon immer gut schauen, Leute. Hier Sador, please open. Oh, hier sind diese blöden Kackstacheln. Und es wird schon wieder hell. So schön. Ich hätte auch gern einen Balkon, der so weit oben ist. Aber nicht in einem Hochhaus. Oh, hier sind auch Vasen. Was tut uns das denn jetzt? Lass mich mal beobachten. Ich glaube, ich kann einfach hier so lang laufen. War ja easy. Ist da sonst irgendwas? Nope. Das heißt, ich muss nach links weiter. So nämlich. Die kann man öffnen. Da hinten ist aber auch eine. Die kann ich auch öffnen. Jetzt ist die Frage, wo lang? Gehen wir mal da lang. Hier ist wieder so ein Ding, um hochzukommen. Nee. Dann schaue ich doch erstmal auf diese Seite. Ach, und die Dinger hier sind quasi, damit die Tür aufgeht. Ich verstehe das langsam. Das ist wie so ein Rätsel quasi. Lauf. Ah, hier ist ein Knöpfchen. Und was ist... Oh nein. Oh shit, ich wollte eigentlich darauf. Also einen haben wir. Jetzt probieren wir das nochmal. Ob ich da rüberkomme. Ach so, hier ist eine Kiste. Mit einem Überlebenstrank. Sonst nix. Okay, dann muss ich wieder runter. Und hier hinten lang.
Ja, einmal hoch, einmal rüber, einmal rüber. Du kannst einen Sprintsprung verwenden, um mehr Distanz zurückzulegen. Sprinte und nimm Anlauf, bevor du springst, um auf scheinbar unerreichbare Bahnplattformen zu landen. Ja, okay, das hat nicht geklappt. Aber ich habe doch eigentlich Anlauf genommen. Probieren es halt nochmal. Ah ja, okay. Dann habe ich nicht gut genug gedrückt. Und einmal rauf mit dir. Und hier ist unser zweites Knöpfchen. So, dann wieder hier runter. Und jetzt ist die Tür auch zu dieser goldenen Truhe. Ich bin gespannt, was drin ist. Und jetzt beende ich den Part an der Stelle. What? Nein, Spaß. War nur ein Scherz. Okay! Ein Jägerbogen. Den nehmen wir. Ist der denn besser wie den, den ich jetzt gerade habe? Waldlangbogen oder der Jägerbogen? Der hat plus 20 Pfeilgeschwindigkeit und der hat plus 7. Eine Sekunde Spanngeschwindigkeit und maximale Haltbarkeit 250. Also prinzipiell hat der hier, kostet 15 Ausdauerkosten und bei dem steht es nicht. Das heißt, ich tausche, glaube ich, mal. Und, jetzt bin ich gerade lost. Ach so, ja, wir müssen dahinter und dann da hoch. Und da steht aber auch noch eine Truhe. Heilungsstrom, cool. Den nehmen wir mit. Und dann gehen wir hier lang. Und jetzt sind wir hier irgendwo oben. So wie es ausschaut. Quest aktualisiert. Ach so, also habe ich den Standort quasi erreicht. Ah, hier ist ein Ausrufezeichen. Die Flamme. Diese Warten öffnen Schnellreisepunkte auf der ganzen Welt und offenbaren das Wissen der Erbauer über Glutal. Wage dich hinaus. Das Land muss zurückerobert werden. Das heißt, ich kann hier immer herreisen. Ist ja interessant. Was haben wir hier noch? Quest abgeschlossen, die warten. Ja, sehr schön. Das ist doch genau das, was wir eigentlich heute auch tun wollten. Schauen wir mal kurz hier ins Log. Auf der Suche nach verborgenen Gräbern habe ich jetzt hier drin. Gerüchte deuten auf die Existenz eines verborgenen Grabes in den Hochweiden hin. Finde es, steige in die Tiefen der Katakomben hinab und sichere dir die Beute dort. Standort auf der Karte anzeigen mit F. Aha, das ist hier, also fast ganz in der Nähe. Das können wir uns ja dann noch angucken. Ich wollte auf jeden Fall jetzt hier noch diese Vasen zerstören. Und dann aber auch kurz wieder heimgehen, um mal mir diese Waffenverbesserungen anzusehen. Und natürlich auch, um zu reparieren. Achso, nee, ich wollte ja M für die Karte. Naja, jetzt haben wir hier schon ein kleines Stückchen erkundet. Hier haben wir Refugium der Flamme. Das hat so ein pulsierendes Ausrufezeichen. Ist das wichtig? Sollen wir da zuerst hingehen? I don't know. Erstmal nach Hause. Und jetzt können wir auch hier mit der Flamme wieder quatschen. In den Gewölben der Erbauerhallen stimmen wieder, die durch das Miasma zum Schweigen gebracht wurden. Doch einige Funken flackern noch in der Dunkelheit. Eine Jägerin, einst die stärkste im Land und ein Alchemist mit dem Wissen der Zeitalter. Erwecke sie, dann werden sie dir auf deiner Reise helfen. Okay, das heißt, so wie den Schmied, gibt es auch eine Jägerin und einen Alchemisten. Lass uns deine bevorzugte Waffe mit einem Teil der Ausrüstung verbessern, die du gesammelt hast. Zuerst müssen wir eine Waffe oder zwei zerlegen. Hab jetzt bloß keine Angst, dir die Hände schmutzig zu machen. Verbesserungen freischalten. Sieh sich das mal einer an. Du hast ein paar Gegenstände zerlegt. Jetzt kannst du Runen benutzen, um deine Waffe zu verbessern. Willst du es versuchen? Ja. Aber ich glaube, ich habe keine Runen im Inventar. Kann das sein? Er konnte sich nicht entscheiden, ob linkes oder rechtes Schaf, witzig.
Ich mach die Tür zu, sonst kommt er hier rein. Tu mal kurz reparieren. Und dann schauen wir mal, wo die Runen sind. Hier nicht. Hier habe ich die Runen. Okay. Denn Wolf ist weg. Sehr schön. Wieder zum Schmiedi. Also, was verbessern wir denn jetzt? Ich würde, glaube ich, ganz gerne die Metallstern-Streitkolben verbessern. Wo ist denn eigentlich mein... Nee, wartet mal. Hä? Ach, hier ist er. Den kann man nicht verbessern. Okay. Und wenn ich den verbessere, dann bekomme ich plus 2 Schnittschaden dazu. Der hat halt aber 17 Schaden. Ja, egal. Jetzt gucken wir mal, was rauskommt, wenn ich den verbessere. Hier. Verbessern. Plus 3 Schnittschaden und 16 Schaden. Hm. Den hier will ich nicht verbessern. Jägerbogen. Den habe ich in der Aktionsleiste. Den möchte ich auf jeden Fall verbessern. Und jetzt konnte ich schon alle drei Perks, sage ich mal, dafür freischalten. Okay, naja, gut, wenn es so einfach geht. Der Lehrlingszauberstab, da weiß ich ja noch nicht, wozu ich den brauche, um den Wurzelstab verbessern, damit ich mich heilen kann. Macht das Sinn? Ich mache es jetzt einfach mal. Ah ja, jetzt fehlen mir Runen. Okay, nee, aber dann haben wir das ja auf jeden Fall auch schon mal erledigt. Ach ja, ich wollte noch mal ganz kurz bei ihm schauen, was er mir denn alles herstellen kann. Magieschild. Das war das, was ich ja gesehen habe. Metallblatt, Knochenmehl und Kohle. Kohle ist doch gar kein Thema, habe ich doch hier schon angesetzt. Ach so, kann ich wieder nicht mitnehmen. Dann tun wir den Schutt löschen, nehmen die Kohle und stellen uns das gleich mal her. Ah, kein Slot verfügbar, Mensch. Dann räumen wir kurz ein bisschen auf. Knochenmehl. Bandagen. Das hier hat auch nichts in der Aktionsleiste zu suchen. Dafür können wir das da mal wieder reintun. So, jetzt habe ich auf jeden Fall Platz. Bitte, Schmied, mach mir ein... Oh, Junge, genau das, was ich brauche, habe ich aufgeräumt. Also wieder zurück. Madame ist heute wieder sehr verplant, wie man sieht. Wo habe ich das jetzt hingesteckt? Hier. So, ich habe aber noch einen Platz. Mann, weh, es geht jetzt nicht. Jetzt herstellen, danke. Kämpferset habe ich freigeschaltet. Dafür braucht man die Metallplatten und Harz. Tierfell, Harz, Metallplatten. Hier habe ich auf jeden Fall Metallplatten. Die können wir mal mitnehmen und die Kohle auch. Die können wir ja aber hier erstmal wieder reinstecken. Holzscheite kann man da reintun. Dann arbeitet er auch, macht wieder 15 Kohle, wie es ausschaut. Ach so, ja genau. Das Schildi ausrüsten. Ah, cool. Das ist ja so... Das sieht ja cool aus. Auf jeden Fall besser als das Holzschild. Dann können wir das schon mal löschen. Und den Langbogen können wir zerlegen. Meint ihr, wir können schon die bessere Rüstung machen? Habe ich genug Tierfell dafür? 15 Tierfell. Was war es denn noch? Tierfell, Metallplatten und... Ich habe es schon wieder vergessen. Ich gucke nochmal schnell nach. Kämpferset. Harz, genau, das war's. Habe ich schon genug Harz? 3 Stück brauche ich.
Und ich habe 12, also kann ich mir 4 Teile herstellen, wenn ich immer nur 3 brauche. Cool. Das können wir ablegen. Die Tränke können weg. Den Heilungsstrom muss ich wahrscheinlich im Inventar lassen. Können wir hier sonst noch irgendwas wegtun? Nee, dann müssen wir zu der Kiste. Das kann weg, das hier, das hier, das hier. Knochen, das braucht man, das kann weg. Knochenmehl, Salz und die Runen. Dafür ist kein Platz mehr. Okay. Kein Problem. Bauen wir noch mehr Kisten. Also zuerst möchte ich gerne. Oh. Ach so, für die Hose brauche ich dann Garn. Okay, dann machen wir Schuhe. Okay, alles klar. Holen wir uns noch Garn. Die Flamme in der Mitte nervt mich. Ich glaube, ich muss die mal umplatzieren. Hier war aber kein Garn. Hier auch nicht. Wo ist es denn? Hier. Ich habe nur 7 Garn. Wartet mal, ich habe doch so viele Pflanzenfasern gelootet. Dann kann ich mir doch davon auf jeden Fall noch Garn machen. Correcto mundo? Ja. Schuhe haben wir. Hose, Handschuhe, Oberteil, Helm. Sehr geil. Hat es genau für alles gereicht. Dann rüsten wir uns aus. Ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten. Und die Schuhe. Wie schauen wir jetzt aus? Ah, okay. Es sieht ein bisschen besser aus als die Fellrüstung. Ich bin absolut nicht der Fan von Helmen. Ich hasse Helme. Ja, es gibt schon welche, die cool ausschauen, aber dann sieht man die Haare nicht mehr. Und ich mag auch im echten Leben wirklich keine Mützen. Nur Cappies, aber keine Mützen. Ja, ich habe einfach einen Schaden. Egal. Okay. Können wir die auch zerlegen? Nee, die können wir nur löschen. Dann machen wir das doch auch mal schnell. Die Schuhe noch. Ja, dann haben wir die Hochweidenmate heute besucht. Ich habe mir ein neues Schild gecraftet. Wir haben einen Magierstab gefunden, der mich heilt. Und wir haben eine neue Rüstung. Also heute sind wir eigentlich, glaube ich, schon ganz gut vorangekommen. Was können wir denn noch machen? Eigentlich wollte ich ja auch zum Schmied gucken. Wegen Dekoration. Der kann aber jetzt hier nur Geschirr machen. Okay. Bei ihm habe ich also alles quasi gesehen, was es zu sehen gibt. Dann schauen wir mal, was ich hier noch alles Neues herstellen könnte. Hier ist der Metallblock. Dafür braucht man Metallplatten und Holzscheite. Dann haben wir den myzelbewachsenen Block. Wann habe ich denn den gefunden? Als ich das Myzel abgebaut habe? Ich weiß es nicht mehr. Was ist noch neu? Hier Schädelkerze, Standfackel und Wandfackel. So eine Wandfackel wäre nicht schlecht. Jetzt habe ich aber kein Harz mehr. Das ist belastend. Fenster, Geschirr, Zäune. Ah ja. Also dann möchte ich auf jeden Fall auch Lichtquellen haben im nächsten Part. Und dafür brauche ich Harz. Aber Leute, ihr wisst, was jetzt kommt. Ganz genau, ich beende den Part an dieser Stelle. Hat wieder ultra viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bye, bye.